so schön verziert. Jetzt probiere ich das mal. Es ist schon sehr heiß. Übrigens finde ich es erstaunend, dass aus so einer dünnflüssigen Masse sowas Festes werden kann. Heute machen wir ein ganz schnelles Frühstück. Bulgur mit viel Marillen. Dazu haben wir da ein bisschen Rapsöl hingestellt. Ja, das wird schon heiß. Super. Und da kommt Bulgur rein. Bulgur. Den rösten wir ein bisschen. Nur wenig, weil wir haben viele Marillen. Gelblich-orange ist das schon. Gut, das gießen wir auch ein bisschen mit Kokosmilch. Kokosmilch. Nur die Hälfte und dann den Rest Wasser. Und dann kommen die Marillen rein. Sind deine Marillen auch mal leer? Ja. Yes. Du hast deine halbe Marille vergessen. Ja, das ist zum Dekorieren dann. Ah, jetzt das lassen wir jetzt ein bisschen kochen, dann heißes Wasser geben wir noch dazu. Nur so einen Schuss. Und jetzt kocht es so schön. Dann Zucker. Etwas Zucker. Na, dann können wir das mal abdrehen. Nehmen wir noch ein paar Rosinen dazu. Und ein paar Cashewnüsse. Und dann ist unser Marillenkochel fertig. Dann lasst gerne einen Daumen nach unten oder abonniert den Kanal gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann